gibt ja ganz wenige, die das eigentlich anders sehen. Diese Doppel- bzw. Dreifachbestrafung gehört ja abgeschafft. Und wir haben eben gerade, hat es ja gesagt, dieses International Board, ne, die ja über diesen Videobeweis jetzt, wird ja mal einmal im Jahr, die setzen sich dann zusammen, man muss wissen, das sind 8 Menschen, die dann, also 4 von der FIFA und 4 aus Großbritannien. 8 Männchen hast du gesagt? Männchen, ja. Achso, ich habe Männchen verstanden. Und 4 aus Großbritannien, aus Wales, Nordirland. Der jüngste übrigens 86 ist. Genau, weiß ich nicht wie alt. Ja, ja. Und also 4 aus Großbritannien, also die 8 entscheiden über Regeländerungen. Ich weiß, dass diese Regeländerung, also dieser Antrag, diese Regel zu ändern, die gab es schon einige Male in den letzten Jahren und die haben es nie hinbekommen, das zu verändern. Und das ist für mich unfassbar. Ja, der DFB hatte vor 2 Jahren schon mal diesen Antrag gestellt und Rudi, da kann ich dir nur zustimmen. Wenn im Strafraum ein Foul ist, ist ja klar, gibt es Elfmeter. Also die Chance, die genommen wurde, kriegst du ja durch diesen Elfmeter wieder. Und jetzt kommt die Widersinnigkeit noch drauf, rote Karte und mindestens ein Spielsperre. Also es zählt nicht, sie ein brutales Spiel, sondern wenn die Chance im Strafraum genommen wurde, Foulspiel, gibt es einen Strafstoß, dann hast du die Chance normal und das sollte dann noch ausreichen. Aber wie gesagt, Blatters Jahrgang, die sitzen denn da. Die Konsequenz. Und,